Jo! Wenn die Nachbarn die Kuppel nicht kaputt kriegen, dann macht der Admiral das halt selbst. Kommst du bei Domekeeper. Bei zu von I don't know. Jetzt bin ich mal vergessen hier, wo ich bin. Wie heiße ich nochmal? Keine Ahnung. So, erstmal am Portal hier vorbei fliegen. Und ja, in der letzten Gegnerrunde kamen ja ein paar mehr Gegner, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, die sind trotzdem jetzt gnädig in den nächsten Runden. Eh nicht. Wenn du gerade schon auf dem Boden liegst, dann treten die noch viel mehr drauf. Aber damit du auch bloß nicht so viel Prestige kriegst. Ja, ich habe immer noch keinen Plan. Ich grab mich hier quasi nur aus purer Lustbarkeit durch die durch die Mine. Dieses Wort. Das ist genauso ein Wort wie Lobhudelei. Wer benutzt das eigentlich? Keiner. Keiner! So. Gesteinsbrocken, die mir ganz besonders auf den Keks gehen. Der Baum ist immer noch nicht fertig. Schade. Ich kann noch mal eben... Nein. Okay. Notfall Kobalt ist noch ready. Are you ready? 734. Kann ich davon irgendwas kaufen? Nein. Und ich brauche definitiv mehr Eisen, damit ich mir auch hier mal die bessere Kuppel kaufen kann. KK. Ja, mein Gameplay ist heute ziemlich KK, wenn man das so sagen kann. Sagen darf. Na komm. Wo seid ihr Drecksviecher? Ja, und da sind sie wieder. Die nervigen Zehen. Die drei nervigen Zehen. Oh, oh. Moment. Ja, wieso treffe ich das nicht? Moment. Notfall Kobalt einsetzen, please. Sonst wird das wieder eine ganz kurze Runde. Ja, komm. Einmal investieren. Oh, scheiße. Ah, ist auch eine dreckige Kombination wieder. Ciao. Ja, dafür jetzt ein bisschen mehr Zeit. Okay, und hier habe ich, glaube ich, sogar soweit alles abgebaut. Mehr oder minder effektiv. Ich würde sagen, vom Effektivitätsgrad minus 10. Aber irgendwie muss man sich ja selbst kritisieren. Ah, ich bin wieder hart überfordert hier. Komplett einfach mal überfordert. Da könnte noch was sein, hier könnte noch was sein. Ja, es lohnt sich aber alles nicht vom Gestein. Aha, guck mal. Damit kaufen wir uns erstmal die bessere Kuppel. Das wird wieder knapp und ich hoffe, ich habe nicht am Anfang zu viel investiert in die Punkte, aber 4x4 ist immer noch okay, hoffe ich. Aber mir geht es nach wie vor immer noch darum, dieses letzte Gadget da freizuschalten. Ich hatte einmal die Gelegenheit, habe mich dann aber für den anderen Prestige-Modus entschieden, wo ich mich immer noch für schelte. So. Genau, schwere Klinge lohnt sich nicht. Wir nehmen immer wieder die lange Klingel, ne, die mit dem nervtötenden Ton. Verlangsamer durch Hieb. Minus 30%. Schwertgeschwindigkeit, yo. Hiebschaden, yo. Schwertbeweglichkeit plus 4, yo's. Yo ho ho's. Klinge. So, 3-3. Irgendwas. Kann ich jetzt hier nicht noch. Genau, das nehme ich mal direkt mit. Ist eine langfristige Investition. Ich könnte nach wie vor hier nochmal investieren, mache ich aber nicht. Denn mir geht es darum, das Ganze zu überleben. Überschleben. Mir später keine Vorwürfe machen zu müssen. Ja, die mache ich mir sowieso, aber weniger als, naja, wenn ich das so richtig vor die Wand fahre. So, und dann mal wieder nach oben.
ein bisschen Eisen mitnehmen. Fertigkeitsgrad ist auch wieder over 9000. Aber das ist ja bei mir nichts Unübliches. Der Baum ist ja immer noch nicht fertig. Tja. Die winken sich noch zu. Massives Vertrocknen ist allerdings... Boah, ey, 45% Monsterschwächung. Das spricht auf jeden Fall für sich. Ja. Wir kloppen uns einmal durch die Runde. Easy. Boah, das Gameplay des Jahrhunderts. Wenn es nicht von mir wäre. Easy. So richtig, richtig easy. Vielleicht hat der Domekeeper irgendwann doch mal ein bisschen Herausforderung. Famous Last Words. Oh, ja, cool. Schon wieder ganz vergessen hier, die Zwischenrelikte. Nehme ich auch gleich mit. Ich buddel mich hier nur einmal kurz durch. Das ist wieder Water. Boah, diese Buddeltechnik. Eigentlich könnte ich da echt ein How-To-Video draus machen. Ups. Eigentlich könnte ich da echt ein How-To-Videos machen. How-To-Not, ne? Buddel in the Mine. Dann noch mit perfektem C3-Englisch. So, darf ich mal? Dankeschön. Ja, Baum ist immer noch nicht fertig. Klar, lass dir Zeit. Ja, lass dir Zeit. Alles gut. Ja, klar. Ist völlig okay. Dann sterbe ich da oben einfach. Völlig in Ordnung. Und wer ist schuld? Du bist schuld. Sonde. Steinsprengung. Ne, genau. Ich nehme lieber mal die Steinsprengung anstelle von der Sonde. Bei der Sonde brauche ich, da kriege ich immer noch ein Achievement für. Aber ich nehme trotzdem mal die Steinsprengung. Denn auf längere Sicht kann ich dann einfach das schwere Gestein wegbomben. 7, 5. Genau, mir fehlt immer noch, ein Eisen. Verdammt. Jo. Genau, was haben wir denn hier? Aufprall-Detonation. Ich spreche jetzt bitte beim Aufprall auf eine Oberfläche. Herr Oberfläche. Explosion, er hört die... Ja, lohnt sich das jetzt ehrlich gesagt noch? Keine Ahnung. So ist ein Teleporter, finde ich nicht so ganz cool. Du kannst dich immer noch vom Dom zum Portal teleportieren. Ist doch eigentlich okay, wenn ich halt sage, was haben wir denn hier? Jetzt würde ich ganz einfach Ressourcen teleportieren. Ressourcenteleportdauer minus 10 Sekunden. Aber da muss ich auch immer mitschleppen. Ja, ich... Lohnt sich das auf längere Sicht? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Oh, die Kuppel hat gar nicht mehr so viel. Sehe ich gerade. Uncool. Dann sollte ich auch erstmal warten, bis ich wieder genug... Zeug habe, Abwehrspray maximieren. Ja, wäre eine Möglichkeit. Nutze Wasser, um deinen Tank zu maximieren und die nächste Ladung Abwehrspray schneller zu erzeugen. Oh, das hat aber eigentlich gerade einen relativ guten Flow. Würde ich deswegen auch so lassen. Und ich setze einmal das Notfall-Kobalt ein. Was war denn hier? Wie aktiviert? Wie viel Damage kann die denn gerade überhaupt... Weiß man das überhaupt? Hier, ne? Struktur. 1000 SP. Okay, das heißt, wenn das ungefähr... Ja, so fast die Hälfte verliert, ne? Boah. Ich weiß nicht. Na, komm. Mist. Oh, shit. Ah, das war dumm. Das war dumm. Ja, und ich brauche dafür 3 Shots. Ich raste aus. Oh. Na komm.
Nein, ich nehme die Mine nicht mit. Jetzt springt die wahrscheinlich um den Baum. Okay, irgendwas hat die wahrscheinlich gesprengt. Ja. Ich habe ihn Baumbert genannt. Baumbart. Nee, nicht schnell genug. So, mal gucken, was die Granate da oben alles weggesprengt hat. Außer meine Hoffnung. Auf eine bessere Mine. Ey, der Baum muss doch jetzt dann langsam mal fertig sein hier, oder? Jo, endlich, nach 10.000 Jahren des Wartens. Ein Eisen. Aber nur eins. Ja, wie viel habe ich denn? 17. Ja, das ist ja ein bisschen was. Deswegen rüste ich da einmal kurz den schnellen Stoß 2 aus. Ja. Rückholgeschwindigkeit plus 400. Wow. Genau, Abklingzeit ist immer wichtig. Dann kann ich das nämlich öfter rausballern. Und jetzt fehlt mir immer noch ein Eisen. Aber daran sollte es ja erstmal nicht mangeln. Ja, okay, vielleicht wäre es doch jetzt ganz gut, das Portal so auszurüsten, dass ich das mal für den Ressourcentransport nutzen kann. Den Portal. Der, die, das Portal. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwo Kobalt oder so, das also ich mal wieder brauche und nicht kriege? Nee. Egal, was nehme ich auch. Oh, hier ist noch einiges, was man sich nochmal anschauen kann. Kann und sollte. Finde ich denn eigentlich mal eins von den nächsten Haustieren? Immer nur zwei zu haben, ist irgendwie seltsam. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe. Und wahrscheinlich ist das auch so. Okay, komm, ich nehme trotzdem einmal massives Vertrocknen mit. Und genau, lass es erstmal so. Boah, hier schon wieder. Jagen, jagen, ja! Oh, die sterben jetzt sofort. Sehr cool. Pieks, pieks. Okay, irgendwie haben die das Spiel. Ist eigentlich ein bisschen genervt, oder? Manche hat nur. Das ist jetzt ein bisschen fairer, ne? Das finde ich nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Nee, das finde ich nicht gut. Ja, ich habe gerade gesagt, ich gucke mir das oben rechts an. Mache ich natürlich wieder nicht. Warum auch? Wäre sinnvoll. Wäre ja mal wieder was Sinnvolles. Ja, okay, komm. Einmal auch das machen, was man sich vornimmt. Boah, jetzt habe ich mir endlich mal so einen Timer hier zugelegt, damit ich auch jederzeit sehen kann, wie viel ich hier schon im Zocken bin und wie lang die Folgen so gehen können. Damit ich hier nicht, weiß ich nicht, eine Folge, ne, damit ich jetzt nicht irgendwie 5000 Stunden in eine Folge reinschmeiße. Das ist nämlich aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie so ein bisschen doof. Und ja, wäre cool, wenn ich das auch nutzen würde, ne, man muss das Ding ja auch anschalten. Yo! Ganz versteckt, erstmal wieder Eisen. Okay, sieht aber gerade gar nicht mal so schlecht aus. Dass ich das nochmal sagen darf. Na komm. Na komm, na komm. Ja, das wird passen. Das wird doch passen. Oh, und das ist wieder der Höflichkeitseisen-Dingens. Der Zehnt. Zwei. Wenn Sie diese Zahlen lesen können, dann haben Sie zu viele Ressourcen. Genau, Ressourceninterpretation. So, das ist auch, ja, ich weiß nicht, Punkte investieren oder dass ich da ja schon mal immer was mitschicken kann. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool.
Kann ich das denn gerade anderweitig besser verwenden? Ich kann die Verzögerung 3 einsetzen. Das ist mir gerade auch deutlich lieber. Liber. Und danach kommt das Portal. So, 4, 2, 2. Jo. Und so weiter und so fort. Oh, oh. Hehehehe. Nicht völlig übertrieben. Auch nicht gut. Ja, und wie es einfach wieder zwei Shots überlebt. Was ist los? Hab ich das jetzt noch erwischt? Ja, ne? Cool. Drecksviecher. 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 Komm. Komm schon. Hab schon. Hab schon. Hab schon. Please. Warum? Wieso lässt du mich im Stich? Why have you... Why, genau. Why have you forsaken me? In deinen Augen... Forsaken me. Was haben wir denn da noch? Okay, das lohnt sich gerade nicht. Einmal die... eigentlich lohnt sich das nirgendwo gerade. Wo ist denn hier mal das schlimmere Gestein? Komm, ich öffne das hier einfach kurz rein. You forsaken me. Hab ich das jetzt eigentlich mit den. Das mit dem Portal habe ich noch nicht erforscht, ne? Oh, Mann. Warum muss ich immer so verwirrt sein? Warum muss ich die Aufnahme machen, wenn ich verwirrt bin, ey? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, man merkt auch bei manchen Aufnahmen, dass ich einfach keine Kraft mehr habe. Dass ich einfach keine Kraft mehr habe. Es geht einfach nicht. Und dann in den Folgen, wo ich dann Kraft habe, dann ne, sieht man einfach nur so einen Dauerton. Der Admiral nur noch Mist labert. Wo einfach jeder, der zuhört, direkt leicht in Gefahr schwebt, sich einen Tinnitus zuzulegen. Sieben, nee, acht, Gesundheit, 9, 3, 3. Jo, der sieht auf jeden Fall sehr zufrieden aus auf dem Bild. 12 und 3, toxische Dämpfe. Die tägliche Büroarbeit, Explosion. Explosion. Boom. 4, 3. Ja. Ja, komm. Einmal die Gönnung, bitte. Flächenteleporter ist importiert. Ressourcen jetzt aus einem größeren Bereich als vorher. Das ist interessant. Kann jetzt öfter Ressourcen. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt langfristig gesehen lohnt. Also langfristig gesehen denke ich mal schon. Wenn ich jetzt mit Relikt spielen würde, dann würde ich das eher nicht mitnehmen. Bin ich ehrlich. Da bin ich einmal im Leben ehrlich. Schicken wir nochmal Eisen. Sind wir dumm? sind wir dumm? Oder bin ich nur dumm? Keine Ahnung. Ah, ich weiß es nicht. Komm, wir schicken nochmal Eisen. Komm. Weil heute Weihnachten ist. Einfach, weil heute Weihnachten ist. Ne? Einfach so. Oh, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Boah, das war ein richtiger Fehler. Das war der Fehler. Ja, das war echt ein Fehler. Cool. Warte mal eben. Ich schmeiß das jetzt mal eben hier hin. Dann, ja, ich bin auch immer noch langsam. Cool. Und kein Eisen. Egal. So, ich muss mal wieder Kobalt finden. Moment, ich bin schon wieder verwirrt. Wie viel habe ich jetzt noch? 1 und 2 Kobalt. Nein, das war nicht gut. Das war gut. Peaks. Peaks. Warte. Peaks. Peaks.
Okay, easy round. Jo, der letzte Soldat. Von denen. Oh, sehr schön. Wie lohnt sich das Portal? Das Portal lohnt sich gerade so gar nicht. Ah, es ist einfach furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Tja, Fragen, die der Admiral sich jeden Tag stellt, werde ich auch irgendwann mal zu den Profis gehören, die dieses Spiel spielen. Ich glaube, dass ich einfach voll viele von den Runden echt immer so richtig ungerechtfertigt gewinne. Na, so richtig mit Luck, mit Schummelmine, mit allem. Ich selbst gönne mir das sehr, sehr. Na, aber so ein bisschen, tja, wie soll ich sagen? Wie soll ich das sagen? Wie kann man das mit seinem eigenen Gewissen eigentlich vereinbaren? Eigentlich gar nicht, ne? So. Nein! Hä? Mach mal Boom. Geil, dass man sich auch nicht einfach selbst sprengen kann. Oh, das ist wieder knapp! Fliegt auch nach oben! Okay, gleich besser mal die erhöhte Geschwindigkeit erforschen. Hä? Ja, da war noch ein Eisen ohne Fahrschein. Und da ist wieder das Höflichkeitseisen. Der Baum der Höflichkeit. Ach komm schon! Warte, 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 warte. Easy. Ja, damit die Geschwindigkeit. Ja, komm. Ich gönn mir das einfach mal. Damit ich, ne, wenn ich dann doch mal wieder zu spät losfliege, dass ich dann nicht komplett an Doofheit sterben muss. Und den kann ich gar nicht leiden. Jo, wie der einfach. Jo, wie der einfach weg ist. Sehr schön. So, einmal hier den Pfad of War einsetzen. Ach, komm schon. Danke. So, Mine ist nicht schnell genug. Okay, der saugt das an sich schon an. Ja, cool, wenn man das irgendwo mal sehen könnte. Lass es jetzt einfach mal so rumliegen. Gucken wir das einfach mal so ein bisschen an. Gönnen wir erstmal hier die ganzen restlichen Eisenstücke. Später. Bisschen buddeln. Wir gehen erstmal in die Vertikale. Jo, und sehen dem Portal aber zu, wie das nochmal schnell eine Ressource frisst. Ach, guck mal, dann kann ich doch da mal eben was hinlegen. Oh Gott. Fürchterlich. Ah, okay, immer wenn. Ah, okay. Ja, ich war wieder dumm. Immer wenn das blau wird, dann kann es wieder fressen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Okay, auf nach oben. Auf nach oben. Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. So, Portal frisst wieder. Ah, das ist aber doch ultra nützlich in meinen Augen. So, vorbei an allen Spielentscheidern hier. Nochmal den Baum der Gunst. Ja.
12-3. Genau, da würde ich gerne hin. Dann haben die nämlich überhaupt keine Schnelle mehr. So, Teleport, Abklingzeit. Das Portal kann jetzt öfter Ressourcen teleportieren. Finde ich tatsächlich auch richtig gut, ne? Aber das rentiert sich halt tatsächlich erst nach den angegebenen Ressourcen, ne? 4 und 3. Und dann ist eigentlich nur noch Plus. Aber mir fehlen tatsächlich zwei. Nee, genau. Rechnen kann Admiral auch nicht mehr. Ein. Mein Gott. Wasser. Gott. Furchtbar. Furchtbar. Heute ist echt furchtbar. Peaks. Peaks. Ja, und es kommt wieder einfach alles. Ganz Mordor ist wieder auf dem Weg. Jo. Schieß mal daneben, haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Aber die Mine mitnehmen. Wodurch ich wahrscheinlich mal wieder mehr Zeit verliere als gewinne. Aber solange das Portal ja da noch mit Ressourcen ausgestattet ist, kann das ja relativ egal sein. So. Gehen. Ob ich hier nicht noch irgendwas vergessen habe. Weißt du, anstelle immer auch da zu bleiben, wo das Portal ist, ne? Ja, macht der Idiot immer wieder nicht. So, komm. Achso, nee, war auch nichts mehr, ne? Verdammt. Uncool. Achso. Okay. Dinge, die sich nicht gelohnt haben. Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, wenn ich es weiterspiele, dann verliere ich das wahrscheinlich wirklich. Das ist nämlich gerade echt einfach nur ein Armutszeugnis. Das ist nämlich gerade nur echt ein Armutszeugnis. Mit 14 lässt sich doch einiges machen. Können wir auf jeden Fall nochmal schneller bohren. Oder. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo ich hin will. Ich kann auf jeden Fall hier mal die Kuppel verbessern. Sinnlose Investitionen für 6 Punkte. Oder die Bohrerstärke. Tja, keine Ahnung. Oder die Struktur. Genau, die Struktur. Allerdings noch 2 Kobalt. 4 Kobalt, ja, cool. Egal, komm. Komm, wir machen mal eben wieder was Sinnloses für 12. Einmal Sinnlose für 12. Oder? Ach egal, komm, scheiß drauf. Oh oh. Oh. Ja, der kann auch nichts hier. Guckt ihn euch an. Mit seiner Wolkenkratzergröße. Na komm schon, komm schon, komm schon. Alter! Please! Danke. Aber hoffentlich mal hier effektiv arbeiten. Ah, guck mal. So. Lass mich jetzt einfach mal so machen, dass ich das Portal schön hier für mich arbeiten lasse. Ja, wenn man das denn kann. So. Immer wieder gucken. Na, gerade, dass ich das dann einmal richtig platziere, wenn ich da jedes Mal vorbeifliege. Und dann sollte das eigentlich schön produktiv das Eisen einsammeln. Und das wieder Wasser. Sehr schön. Nehmen wir das mal flexibles Abbauen von Rohstoffen.
Eine Minenkatze. Katze mal sehen. Ah, guck mal, hier ist das Eisen. Hier ist das Eisen versteckt. Jo, sehr gut. Und wir haben ein Behilfsportal. Noch besser. Jo, das heißt, da kommen aber wahrscheinlich auch nochmal echt ein paar Punkte zusammen. Und wieder abbauen mit maximaler Ineffektivität. Macht das schon. Den Rest nehmen wir mal eben selbst mit. Und wir platzieren einmal hier das Portal, beziehungsweise, ja, eigentlich bringt das jetzt überhaupt nichts mehr, aber scheiß drauf. Oh, das war wieder knapp. Ah, es war wieder knapp. Okay, press now Y to lose the game. Oh. Ah, jetzt kann ich wieder nicht den Baum der Höflichkeit mitnehmen. Mist. So, genug Kobalt, um alles zu reparieren. Sehr schön. Ich könnte mich da schon mal so leicht darauf vorbereiten, mich hier aus dem Staub machen zu können. Ich würde... Ja, komm, wir spielen allerdings mal ein bisschen risky. Komm, wir trauen uns mal ein bisschen was. Und nach sollten wir dann gleich hier mal die bessere Kuppel noch ausbauen. Und dann halte ich mich für Indestructible. Ein sehr guter Song von Disturbed übrigens. Jo, voll daneben. Das war aber die Definition von daneben schießen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die scheiß Drecksviecher. Ja, cool. Das war irgendwie mehr Schaden, als ich haben wollte. Natürlich. Boah, Drecksviecher. Okay, boom. Ja. Nee, wegen dem Portal würde ich sagen, also ich habe noch so viel, was ich da abbauen kann, deswegen würde ich jetzt nicht die Bohrstärke 3 mitnehmen. 17, genau, da kommt auf jeden Fall gleich noch was rein. Ciao. Und dann immer wieder die Mine nicht mit, aber irgendwie ist das auch gerade eine sehr komische Kombination. Aber es ist eine Kobalt, das nimmt er mit. Na, das lässt er nicht liegen. Das lässt er nicht anbrennen. Okay, Portal kann wieder fressen. Nom 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 nom. Da schön rein, yo. Nee, die Abbautechnik muss man nicht verstehen. Da ist Hopfen und Malz verloren. Das hat nicht mal Hopfen und Malz im Lexikon gesehen. So weit ist es schon gekommen. Ja, so langsam wieder nach oben. Oh, Wasser nehme ich allerdings noch mit. Ja. Alles klar. So, cool. Das hat sich doch gelohnt. Dann kann ich mich jetzt auch die maximale Vertrauen einsetzen. Und das Portal nimmt eh den Rest mit. Und dann kann ich nämlich auch noch den Baum der Gnade mitnehmen. Ich nenne den mal anders, aber ne? Das ist ein sehr vielfältiger Baum. Deine gespaltene Persönlichkeit. Danke. Manchmal muss man auch einfach Danke sagen können. Ich... Ja... Joa, eine Klinge 2. Genau, wo war denn nochmal diese Dingensklinge? Schwert schnell zurück. Genau, das wollte ich haben. Ich glaube, das haben die nur irgendwie grafisch nicht umgesetzt. I don't know. So, ich lasse mir die Gelegenheit nicht nehmen.
Und könnte eigentlich nochmal Wasser schicken. Machen wir einfach mal. Gut, haben wir genug. Und ich... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ein Teleporter. Teleport-Abklingzeit. Ja, machen wir mal so. Wäre natürlich ganz cool, dann kann ich das... Also wenn ich das hier noch mitnehme, dann kann ich eigentlich nie zu spät oben sein. Muss eigentlich auch nichts... Dann kann ich alles... Wo will ich gedanklich gerade hin? Keine Ahnung. Dann kann ich nämlich eigentlich den Teleporter... Ach, sorry. Mein Gott, Kaffee kommt wieder nach oben. Ah, halt mal nachtanken. Ein Liter Diesel. Da kann ich nämlich eigentlich so den Teleporter für mich arbeiten lassen, was ich sehr interessant finde. Wenn ich dann allerdings sonst wo was finde, dann muss ich das natürlich auch mit nach oben bringen. Kann jetzt öfter Ressourcen teleportieren? Ne, genau, das nehme ich einmal mit. Würde ich gerne, wenn ich die Ressourcen hätte. Habe ich aber nicht. Wollen wir nochmal... Ja, komm. Einmal nochmal den Multiplikator draufhauen. Und dann muss ich jetzt ein bisschen sparen. Ey. Ja, das muss so aussehen. Boom. Boah, mit einem Schuss ist das Ding einfach weg. Nice. Das finde ich auch super. Ah, komm. Hier, please. Please, 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 please. Danke schon. Erstmal ein paar Drogen. Hat er nicht gesagt, direkt gesperrt. Erstmal den Pilz. Der übergeordneten Geschwindigkeit. Die lächerliche Geschwindigkeit. Ja, Moment, waren das wahnsinnige oder... Nee, wahnsinnige Geschwindigkeit, ne? Und, auf ein neues. Erkenne die Referenz. Ja, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Y gedrückt habe. Keine Ahnung. Der Knopf wollte es so. Geil, da liegt noch ein Eisen rum. Das letzte Eisen. Und Wasser, sehr schön. Dankeschön. Eigentlich könnte ich das doch alles... Eigentlich könnte ich lieber das Portal dahin bringen. Boah! Ja, ach, keine Chance. Es ist so furchtbar. Okay, dann mache ich mich mal wieder auf. Kann hoffentlich da irgendwie noch das... Ah, egal, scheiß drauf. Bevor ich das jetzt ja alles durch die Gegend kegel, fliege ich doch lieber so nach oben. Und auch das wird wieder ein kleines bisschen knapp. Na komm. Da möchte ich nicht drauf verzichten. 10 und so weiter und so fort. Jo, ein Eisen weniger, als ich vielleicht bräuchte. Mhm, sehr schön. Hat sich mal wieder voll überhaupt gar nicht gelohnt. Aber ich könnte... Nein, dafür brauche ich auch noch einen. Ja, okay. Ja, ich mache das absichtlich so knapp. Boom. Oh, da kommt der erste Baumbart. Uncool. Ja, klar, springt doch noch eher dahin. So, Kollege, jetzt du. Boom. Boom. Boom.
Ah, ich sehe schon. Der ist wieder unkaputtbar. Der ist mal wieder unkaputtbar. Ne, lohnt sich nicht. Ich muss auch mal so doch ganz langsam mal die Baustärke erhöhen. Oder dieses Relikt hier ausbuddeln. Oder beides. Aber wahrscheinlich kann ich das jetzt eh nur noch zu Kobalt schreddern. Aber dann sei es drum. Dann sei es so. Okay, hier ist noch einiges abzubauen. Und hier auf der... Boah, ihr habt... Auf der ganzen linken Seite hier ist einfach noch ultra viel. Ultra viel heißt sehr viel. Klar. Nee, oh, es gibt noch einen Betäubungslaser und den Aufzug. Allerdings, wenn ich jetzt den Aufzug nehme, wäre ich dämlich, glaube ich. Denn, ja, ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche, um alles nach oben zu bringen. Deswegen nehme ich mal den Betäubungslaser. Und jetzt kann ich nämlich hier auch endlich mal die Vertrocknung des Jahrtausends nehmen. Die toxischen Dämpfe. Fähigkeitsdauer maximieren, genau. Wäre eigentlich auch über die Zeit gar nicht so schlecht gewesen, dass man das ein bisschen beschleunigen kann. Egal. Kommt mir ja letztendlich auch nur zugute. 4, 5. Wasser kann ich noch investieren. Ich könnte auch mal hochzählen, aber das lasse ich erstmal. Denn so mit den Punkten bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich weiß ja auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich in der einen Runde da gemacht hatte, wo ich das dann doch mal geschafft habe. So, ich hole nochmal den Teleporter ab. Der wird nämlich hier alles abgebaut haben. Und dann geht's mal zur linken Seite, wo ich immer noch relativ viel zum Abbauen habe. Auf durch das Gestein. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. Aha. Pling, 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 pling. Jo, alles klar. Ja, bin er da, bin er da, bin er da. Easy. Oh shit. Oh shit! Alter, sind das viele! Ist das euer Ernst? Auf die Leben achten. Achso, die haben sich ja erstmal manifestiert. Nimmt der überhaupt Schaden? Passiert da mir was? Hallo? Yo, wie er einfach das Zeug einfach wegfräst. Ja, geil. Ey, komm. Please. 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 Oh, easy. Okay, das ist uncool. Ach, nimm das doch mit. Komm. Nimm doch, achso, der hat hier schon. Okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann sieht das gar nicht mal so gut aus. Immer schön alles schlecht reden. Ich kann mal tatsächlich langsam die nächste Eisenader finden. Und damit dann auch die Bohrstärke hoch leveln. Überlegen. Wenn das jetzt so weitergeht, dann wäre das echt relativ uncool und ich brauche definitiv mehr Eisen. Genau, findet erstmal, ne? Will Eisen, findet Kobalt, aber da ist tatsächlich Eisen daneben. Sehr schön. Ha. Jo, lass es doch mal hier. So, komm, das schmeiße ich jetzt da runter, dann schmeiße ich das, dann schmeiße ich den Teleporter. Ich will immer Portal sagen, ja, ist fast das gleiche. Derzeit suche ich dann die nächsten Adern.
Adonas und Innos. Find the reference. Heute in der doppelten Edition. Sehr schön. Wasser soll es also nicht fehlen. Ich lasse es nicht da nicht irgendwie so reinschmeißen oder so. Oder fliegt der automatisch nach oben? Mein Gott, wieder jeden Krümel an Gestein hier wieder mitnehmen. Jeden Kiesel. So, aber vom richtigen Winkel angeflogen. Dann bin ich jetzt auch schon hier. So, ich muss. Boah. Shit. So, ich würde tatsächlich trotzdem einmal das hier kaufen, weil ich einfach zu viel Kobalt gerade habe. Ich mache einmal die Kobaltreparatur. Und dann, genau, schieß mir einfach mal ein paar Mal. Ja, genau. Und weitere lustige Gegner sehen Sie dann in der nächsten Folge. Das ist ja dann auch eher durch Nahkampf, ne? Boah, die ziehen ab! Ja, natürlich! Aber klar! Ja, das war uncool. Das war jetzt echt uncool. Vor allem, die machen nämlich jetzt auch noch. Hä? Ach, guck mal, jetzt hätte sich die Kuppel repariert. Boah, der kriegt immer noch Schaden. Ja, genau. Ups. Ja, ich brauche Eisen. Ich brauche definitiv mehr Stärke. Ich dachte gerade, mit dem Kobalt wäre ich tatsächlich relativ sicher. Aber dann jetzt nur noch 3 Kobalt zu haben, ist dann doch irgendwie uncool. Ist hier noch irgendwas Wert? Ey, ganz ehrlich, ich hab einfach die Mine durchgespielt, was Wasser angeht. Alles an Wasser gefunden, was man finden kann. Sich in den großen Pit der des Teleporters. Bitteschön. Ja, und noch mehr Eisen, sehr cool. Kann ich jetzt auch tatsächlich schon mal was mitnehmen. Das ist aber echt alles uncool. Es ist echt alles uncool gerade. Nach wie vor so viel Damage machen. Yo. Okay. Kuppel hat fast noch genug. 13, 12, boah, 13, 12 und ist noch genug, dass ich hier, ja gut, da könnte ich auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen losballern. Ich muss die Kuppel aufrüsten, dass mir das erforscht. Pass auf, ich nehme das gleich auf jeden Fall mal mit, denn dann kann ich das, Spray hier schneller aufladen. Flächentransporter, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich das auch ausrüsten könnte. Aber ich würde tatsächlich lieber gerade mal hier auf die verbesserte Kuppel gehen. So, let's go. Oh. Nein, das war dumm. Das war dumm. Ja, wie einfach hier alles explodiert. Okay, einfache Runde wieder für mich. Da kommt wieder ein Dicker. Aber das ist so eine einfache Runde. Sehr schön.
Manchmal ist die Kuppel auch gnädig. Der Gott der Kuppel kann auch mal gnädig sein. Ach, stirbt doch einfach. So. So, ich hoffe, ihr sterbt jetzt nicht an diesem Cliffhanger. Muss aber leider sein. Sorry. Jo, dann hoffentlich bis zur nächsten Folge, wo das Ganze erfolgreich ausgeht. Ich darf mich mal wieder bedanken und sage mal ciao, ciao und bis dann. Jo, tschüss.